Liebe Gemeinde, das Kirchentagsmotto nimmt, wie ich schon zu Beginn sagte, Bezug auf Markus 1, Vers 15. Jesus ist da ganz am Beginn seines Wirkens in Galiläa und es ist seine erste Predigt. Er beginnt sie gleich mit diesen berühmten Worten: Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Denkt um und glaubt an die frohe Botschaft. Erfüllt steht da, wie ein Becher voll gefüllt ist und er kurz vor dem Überlaufen ist, kurz vor dem Kipppunkt. Es steht nun etwas Neues an. Zum Alten kann nichts mehr hinzugefügt worden. Es ist voll. Als Jesus mit der Forderung auftritt, das Denken und Handeln zu ändern angesichts einer neu anbrechenden Zeit, da ist er nicht der Einzige im Lande. Johannes der Täufer, vor dem er sich hat taufen lassen, rief ebenfalls zur radikalen Umkehr auf. Und es gab wohl außerdem noch mehrere andere Wanderprediger in dieser Zeit, die den Weltuntergang vorhersagten. Es lag etwas in der Luft damals. Eine Zeitenwende stand bevor. Und das war zu spüren. Das spürten jedenfalls sehr, sehr viele Menschen. Etwas Neues stand vor der Tür. Doch wie sollte das aussehen? Was sollte dieses Reich Gottes sein? Das Reich der Himmel, von dem Jesus sprach. Bevor ich darauf gleich noch einmal komme, ein Sprung in das Jahr 2018. Am 20. August 2018 sitzt ein 15-jähriges Mädchen ganz allein mit ihrem Schulturnister und einem Schild vor dem schwedischen Parlament. Und auf dem Schild steht Skolstrike för klimatet. Es ist der Beginn einer weltweiten Bewegung. Was dieses Mädchen damals selbst noch nicht wusste, keine Ahnung davon hatte. Fridays for Future. Eine tatsächliche Zeitenwende, die ihren Namen verdient, denn Greta und ihre Freundinnen und Freunde haben etwas geschafft, das niemand für möglich gehalten hätte. Seit dem Erfolg dieser Bewegung ist der Klimaschutz in aller Munde. Beginnt die Politik, und zwar weltweit, endlich mehr oder weniger ernst zu nehmen, was die Wissenschaft schon lange prognostiziert, nämlich, dass es Zeit ist, umzudenken, sich zu ändern in Gesellschaft und Wirtschaft, im Lebensstil jedes und jeder Einzelnen. Die Welt verändert sich, angestoßen durch ein kleines Mädchen. Es steht ein riesiger Wandel an, ein Bewusstseinswandel und ein Wandel im Tun, in den Taten. Ja, wir stehen schon mittendrin. Die alte Zeit ist erfüllt, eine neue bricht an. Es wird Zeit. Am 16. September letzten Jahres stirbt die junge Kurdin Mahsa Amini in Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei. Amini war am 13. September wegen des Vorwurfs festgenommen worden, das islamische Kopftuch nicht den strikten Vorschriften entsprechend getragen zu haben. Ihr Tod ist der Auslöser einer gewaltigen Bewegung. Tausende gehen auf die Straßen im Iran und weltweit. Tausende sind in vielen Protesten und Demonstrationen festgenommen worden. Ein Fass ist übergelaufen. Vor allem junge Leute lassen sich die Gewaltherrschaft des iranischen Regimes nicht mehr gefallen. Die Proteste werden von Frauen angeführt und haben eine ganz neue Qualität im Vergleich auch vorheriger Proteste im Iran. Frauen leben Freiheit. Die Zeit ist reif. Lange Zeit vorher kündigte sich das schon an, es brauchte nur noch einen Auslöser. Am letzten Dienstag saßen wir hier im Seitenschiff der Kirche mit Menschen zusammen, die sich dem Islam, dem Christentum oder anderen Weltanschauungen verbunden fühlen und diskutierten
über einen möglichen Untergang der Menschheit, wenn diese es nicht schafft, die Zerstörung der Lebensvielfalt und den selbst erzeugten Klimawandel zu bremsen. Es ist mittlerweile spürbar, dass etwas kippt, dass es Zeit ist für radikale Veränderungen. Doch warum, so fragte jemand, verdrängen das viele immer noch, wollen nicht einsehen, sich zu ändern? Ich habe alle meine Nachbarn gefragt und frage sie immer wieder und auch in der Verwandtschaft. Nur wenige schließen sich mir an, sagte dieser. Können wir Hoffnung haben, dass die Minderheit, die sich auf den Weg macht, den Umschwung einer ganzen Gesellschaft schnell genug bewirken kann? Auch die Religionen verhalten sich oft viel zu träge noch, ermutigen die Menschen viel zu wenig, ihr Denken und Leben zu verändern. Das war wohl immer so. Ob bei Jesus und seiner kleinen Bewegung, so klein, dass er bei römischen Geschichtsschreibern der damaligen Zeit nur eine Randnotiz wert ist, ob in allen großen revolutionären Bewegungen der Menschheitsgeschichte, es ist eine kleine Minderheit, die an der Veränderung unentwegt und unbeirrt arbeitet. Und dann ist eines Tages ein Auslöser da, der Kipppunkt für die ganze Gesellschaft ist. Eine Minderheit zieht dann die große, träge Masse nach sich. Das kann Hoffnung machen, dass wir spüren, jetzt ist die Zeit erfüllt und eine Veränderung muss her. Das kennt die eine oder der andere von euch vielleicht auch im ganz persönlichen Bereich. Man spricht dann von Bauchgefühl. Das kann eine Gefahr sein, die wir spüren, oder eben auch eine Wende, die sich ankündigt. Ein Gefühl, das wir haben, wir müssen etwas tun. Vielleicht auch, wir müssen uns verändern. Jetzt ist die Zeit da. Es ist kaum zu erfassen, wissenschaftlich sowieso nicht, was da genau geschieht. Es existieren aber wohl Energien in dem großen Beziehungsnetz, in dem wir stehen, die wir spüren können, die uns zum Reagieren nötigen. Es ist meist gut, dann genau hinzuhören, bevor wir uns auf den Weg machen. Und wenn wir uns dann gewisser werden, dann auch zu handeln. Es gibt Menschen, die ihren Beruf hinwerfen, ganz neu anfangen oder ihren Lebensort wechseln. Die innere Stimme sagt uns oft Wichtiges, kann uns die Richtung weisen. Es ist gut, dem Gewissen zu folgen. Auch wenn es manchmal dazu ungeheuren Mutes bedarf, wie bei den Frauen und allen, die sich mit ihnen im Iran solidarisieren, so wie das junge Paar, das neulich mitten auf einer Straße in Teheran tanzte, voller Freude und dann festgenommen wurde. Aber auch den eigenen Lebensstil zu ändern, deutlich Schritte zum Klimaschutz umzusetzen, unser Mitgefühl und die Liebe zum Nächsten und der Erde als unserer gemeinsamen Heimat zu leben, das braucht unsere Kraft und unsere Zeit. Das kannte auch Jesus. Erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Denkt um. Es ist wohl tatsächlich so. Es ist eine Zeit des Wandels angebrochen und das ist nicht immer leicht. Wir können uns selbst und andere schnell überfordern in einer solchen Zeit. Manches ist sehr belastend dabei. Wenn Umkehr im Großen so ganz und gar nicht in Aussicht ist zum Beispiel und manche benutzen dann das Wort Zeitenwende auch für ihre Interessen oder angeblich für unsere gemeinsamen Interessen. Daher ist der letzte Halbsatz aus Markus 1, Vers 15 so wichtig. Denn was macht das Neue aus, das da kommt? Womit erfüllt sich die Zeit, die jetzt anbricht? Glaubt, so heißt es da, glaubt an die Frohbotschaft. Es ist ein neuer Glaube. Eine neue Sicht auf die Welt und das Leben, etwas, das unser Handeln von nun an prägen soll. Liebe, Verbundenheit, Johannes hat das eben gesagt auf dem Sofa, Zusammenhalt. In Trauer und Leid, in Glück und Wohlsein. Es ist eine Sicht, die alles zusammendenkt, alles zusammennimmt,
die Mauern und Grenzen auflöst. Frohe Botschaft ist die Botschaft der Liebe Gottes. Das Leben ist dazu da, sich in vielfältigen Beziehungen selbst zu bereichern. Menschen, die sich in dieser Weise auf den Weg machen, haben kein Bild der Menschheit getrennt in Nationen und Herrschaftsgebiete vor Augen oder getrennt von aller anderen Natur. Sie tragen zur Verbundenheit alles Lebendigen bei, mit Kopf, Hand und Herz. Sie geben nicht auf, miteinander zu sprechen, um Friedenslösungen zu streiten und diese einzufordern. Sie lassen sich nicht beirren und bestreiten jedes Feindesbild. Eines Tages kann die Menschheit Fortschritte machen, die jetzt noch undenkbar erscheinen. Es ist wie mit dem Bauchgefühl. Wir spüren, wir sind Teil eines Wandels, wir haben ihn aber nicht allein in der Hand. Wir sind ein Teil einer Bewegung, die Jesus Reich Gottes genannt hat. Wir sind Teil eines Netzwerkes der Natur und unserer Menschheit. Wir sind umfangen und erfüllt von einem unsichtbaren Reich der Liebe. Und das ist näher an uns dran, als wir es uns selbst manchmal sind. Das ist die frohe Botschaft. Wir brauchen uns nur davon anstecken lassen, immer wieder neu, und uns gegenseitig ermutigen, nicht nachzulassen, unserer Stimme, unseren inneren Werten zu folgen, so gut es eben geht. Und aus den Fehlern, die wir dabei machen, lernen wir, wie wir auch voneinander lernen und uns gegenseitig entlasten. Denn nicht jede und jeder von uns muss alles tun. Wir achten dabei auch ganz auf uns selbst. Es ist die Zeit. Neues bricht an, auch mit uns. Es ist Wandel und wir sind mittendrin dabei. Amen. Und der Friede und die Liebe Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.